haben wir doch wieder was dazugelernt. Und jetzt kommen wir zum Kochen. 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 Na, ich rede einfach mal weiter. Tja, es lohnt sich mitzumachen. Unter allen Teilnehmern verlosen wir unsere heiß begehrten Kaffee- oder Tee-Polohemden, Jacken, Tassen und auch Regenschirme. Wir kommen zu unserem ersten Quiz und es spielt mit Frau Notnagel aus Essen. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Sie hören mich und Sie spielen heute gegen Frau Lutz aus Reutlingen. Hallo von mir. Hallo, zurück. Frau Notnagel, Sie dürfen loslegen. Ja, ich nehme die 1 gleich. Gut, die 1. Ja, herzlich willkommen zurück zur zweiten Stunde von Kaffee oder Tee, dem SWR-Nachmittag. Das Wochenende steht bevor und da wird ja bei vielen Menschen wieder gefeiert und getrunken. In einigen Orten im Südwesten ist man der Meinung, dass Alkohol viel zu freizügig an Jugendliche abgegeben wird, verkauft wird. Deswegen hat man zum Beispiel wie in Karlsruhe jugendliche Testkäufer unter der Aufsicht von Kripo-Beamten losgeschickt, um Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz aufzudecken. Wir möchten jetzt mal nach Ihrer Meinung fragen, wie Sie das Ganze sehen und nach Ihren Beobachtungen. Herr Falkewitz aus Wassenberg hat angerufen. Guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Haben Sie schon oftmals gesehen, dass da Alkohol an Jugendliche verkauft wurde, ohne dass man nach einem Ausweis gefragt wurde? Oh ja, oh ja. Also ich habe selbst ein Beispiel mal gemacht. Mhm. Ich hatte den Test gewagt und schickte meinen 14-jährigen Neffen, der ja für sein Alter relativ groß ist und auch älter wirkt, in den Supermarkt. Er hat da eine Flasche Wodka, die ist da im Freiweg verkauft worden. Ne? Und dann stellte ich wohl auch die Verkäuferin zur Rede, die ist einfach nur, das war ihr einfach nur peinlich, da kam aber nichts hinter. Und eine Woche später hing dann so ein Schildchen dran, ne, dass der Alkoholverkauf unter 18 eben halt verboten ist. Also ist das, hat das wohl ein bisschen Runde gemacht. Das ist schon mal ein guter Schild, ist die Frage, ob der die Verkäuferin, die Kassiererin trotzdem dann nochmal nachfragt, ne? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich bin da später nochmal hingegangen und dann habe ich das Beispiel nochmal erklärt. Das war wohl eine andere. Ich habe diese Verkäuferin nicht mehr gesehen und sagte, ja, das ist uns hier schon ein paar Mal erzählt worden. Ne? Aha. Allgemein konnte ich auch beobachten, dass hier bei uns in Nordrhein-Westfalen speziell an Kiosken wenig kontrolliert wird. Aha. Erstaunlicherweise, was ich nicht ganz begreife. Ne? Ja, und gewisse Supermärkte hingegen haben ja Etikette eben halt deswegen angebracht. Aber leider ergibt sich dann auch wieder, dass, wenn ein 18-Jähriger es bekommt, draußen vor der Türe teilweise deutlich Jüngere warten. Was macht er? Ich sagte gerade, dass es leider auch vorkommt, wenn ein 18-Jähriger es bekommt, dass dann draußen vor der Türe Jüngere warten, um davon zu genießen. Ja. Gut, das ist natürlich dann wieder außer Kontrolle. Also ich denke, da sollte man wirklich schärfer hinterher sein. Ja, okay. Vielen Dank, Herr Falkewitz, für Ihren Anruf. Mal fragen, was Frau Voskemper so sagt. Aus Essen rufen Sie an. Schönen guten Tag, Frau Voskemper. Schönen guten Tag, Frau Großer. Wie sehen Sie denn die Sache mit dem Alkohol und den Jugendlichen? Also da muss ich meinem Vorsprecher schon zustimmen. Das ist schon richtig. Aber ich habe jetzt festgestellt, dass hier bei uns in Essen einen Supermarkt gibt, wo Jugendliche grundsätzlich ihren Personalausweis vorlegen müssen. Aha. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Die sind da wirklich sehr konsequent und sagen, auch wenn der Jugendliche jetzt, sag ich mal, auf 20 ist oder ist egal. Und das, ne, aber die verlangen trotz alledem einen Personalausweis. Mhm. Ich finde, es ist der Alkohol an Jugendliche zu verkaufen, ist also schon ein Horror. Ne? Wenn man das so sieht, was manches Mal draußen so auf der Straße sitzt, die den Alkohol so in der Öffentlichkeit einfach trinken, ohne dem, dass sich jemand drum kümmert. Ne? Finden Sie das gut, dass man vielleicht diese Versuche mit den Testkäufern auch ausweitet? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall und ganz konsequent, würde ich sagen. Das würde dann viel bringen. Mhm. Ja. Okay. Ja, danke schön. Vielen Dank. Viel Spaß noch. Ne? Danke gleichfalls. Tschüss. Frau Grabow aus Lauchringen ist in der Leitung. Schönen guten Tag. Hallo miteinander. Hallo. Ja, ich kenne das Problem mit den Testeinkäufen, da ich in einem großen Discounter arbeite und auch selber regelmäßig durch die Detektei geprüft werden. Aha. Es ist soweit auch ganz in Ordnung, finde ich. Ich meine, was mich halt wiederum ärgert, ist, dass manche Leute, wenn man sie nach dem Ausweis sind, fragt, sehr genervt sind, teilweise auch sehr ausfallend werden. Echt? Und die andere Situation, wo ich eben auch schon erlebt habe, war halt, dass denn wirklich, wenn Ausweis nicht vorhanden war, der Kunde hinten dran dem Jugendlichen dann den Alkohol gekauft hat. Was? Und quasi ihm den Alkohol den einfach in die Hand gedrückt hat. Ach Quatsch. Und das ärgert mich dann halt insofern, weil wenn ich es mache und das Landratsamt kommt, ich kriege eine Anzeige. Und der Kunde, wo ich keinen Namen, nichts dafür habe, der kommt quasi straffrei davon. Und das finde ich halt irgendwo auch nicht in Ordnung. Das ist ja ein starkes Stück, ja. Also das ist das, was mich halt ein wenig ärgert. Und wie bezeichnet auch dieses Anpöbeln, auch von den Jungen hat man sehr oft.
dass wenn man den nach dem Ausweis fragt, dass sie den hier ausfallen werden. Das ist halt natürlich auch nicht ganz schön. Nee, das kann ich verstehen, ja. Gut, dann vielen Dank für Ihren Anruf. Gern geschehen, bitte, wiederhören. Tschüss. Auch Sie kriegen übrigens unsere Kaffee- oder Teetasse zugeschickt, wie auch Ihre zwei Vorredner. Ich stelle Ihnen jetzt mal meine Gäste an. Melanie, sie wird auch noch da sein. Die wird dann auch am Samstag im Rahmen dieser Special Show auftreten. Tja, die Konzerte sind wahrscheinlich ausverkauft, oder, beim Festival? Komplett ausverkauft. Es sind ja auch so ein bisschen kleinere Konzerte. Aber das Tolle ist, dass man sich in Baden-Baden natürlich auch alles draußen auf Leinwänden angucken kann. Und weil die Stadt ja auch nicht so, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu auffällig. Warst du schon mal auf dem Oktoberfest? Nee, noch nicht. Noch nicht? Dieses Jahr nochmal. Ja, und was habe ich gehört? Sven Hannawald hat sich verlobt mit Alena Gerber. Genau. Die war ja auch schon mit allen zusammen, ne? Ja, also sie hat schon einen Ring an der Hand, hat gesagt, nächstes Jahr werden sie heiraten. Ja, mit 22. Ja, PR-Gag. Oder? Ja, ich weiß es nicht. Also ihren Uni-Abschluss geschafft letzte Woche. Hier sieht man sie strahlend. Was wir nicht mitbekommen haben, Kaffee oder Tee gibt es jetzt nicht mehr nur von Montag bis Freitag, sondern auch noch Samstag sind wir in Ihrem Wohnzimmer dann zu sehen.